Hi Leute, willkommen zu meinem neuesten Video. Heute habe ich mir euch mal einen Nager mitgebracht, eine Maus aus dem Hause Thermaltake. Handelt sich dabei um die Level 20 RGB Gaming Maus, kostet aktuell um die 70 Euro. Und ja, ich will es euch jetzt mehr bloß vorstellen, als dass wir darüber reden, ob jetzt das Geld gerechtfertigt ist. Weil jeder hat da ein anderes Empfinden darüber. Mir persönlich reichen auch eine 20 Euro Maus, muss jetzt nicht unbedingt für 70 Euro eine sein, aber es ist natürlich schön, wenn man sowas hat und vielleicht unter Umständen sowas mal unterm Weihnachtsbaum liegen könnte. Richtig, als allererstes zur Verpackung. Wir haben jetzt hier eine sehr schicke Verpackung, in der Front eine Abbildung von der Maus. Dann haben wir jetzt hier unten noch verschiedene Zertifikate stehen, zum Beispiel Amazon Alexa wird unterstützt. Der Sinn ist jetzt ein bisschen fraglich. Ich brauche jetzt nicht unbedingt eine Maus, die sich via Alexa synchronisieren lässt. Aber ich bin da sowieso nie up to date, weil ich habe keine Alexa und wer auch keine brauchen. Richtig. Ihr könnt das Ganze noch via Razer Chroma synchronisieren. Das ist auch noch eine ganz nette Sache und Geschichte, weil wenn ihr zum Beispiel ein Mauspad habt und so weiter, könnt ihr die Maus dementsprechend gleich anpassen zu dem Mauspad. Auch nicht so schlecht. Dann haben wir Thermaltake Spracheingabe. Die Maus unterstützt RGB Plus von Thermaltake, also bedeutet, ihr könnt das Ganze via Thermaltake Software mit eurem Rechner synchronisieren. Wenn ihr jetzt Lüfter und so weiter verbaut habt und diverse andere Hardware, dann würde das ganz gut passen. Ja, und dann TT-Sync, das ist quasi die Software, die ihr dazu installieren müsst für die Maus. Da könnt ihr dann alle möglichen Einstellungen, was Farbe anbelangt und natürlich auch Tastenbefehle und so weiter, alles soweit einstellen. Richtig, soweit erstmal zur Verpackung von vorne. Ich schiebe jetzt mal die Maus beiseite, ihr habt sie ja schon gesehen. Die befindet sich dann hier in der schönen Verpackung drin. Hier nochmal eine Erklärung zu den Tasten und zu den einzelnen Farben. Hier wäre dann die Maus drin, auch ganz nett, wenn man sowas im Laden hängen hat. Ja, und auf der Rückseite finden wir dann nochmal eine Abbildung von der Maus und technische Daten, Spezifikationen, zu denen wir jetzt kommen, wenn ich die Maus euch in die Kamera halte. Wenn ihr die Maus jetzt erstmal ansteckt, kommt dieser schöne RGB-Effekt und da kommen wir erstmal zu den RGBs. Ihr könnt hier 16 Millionen Farben einstellen. Ihr könnt die Maus, was die RGB-Effekte anbelangt, in vier verschiedene Zonen unterteilen. Das ist auch ganz nett. Ihr könnt euch soweit alles einstellen und machen, wie ihr wollt, was zumindest die Beleuchtung anbelangt. Ja, dann haben wir eine Maus hier, die links als auch rechts gleich ist, also eignet sich für links als auch für Rechtshänder. Links und rechts sind die Ausbuchtungen jetzt auch nicht zu groß gestaltet, also hier kann man wirklich individuell das Ding anfassen und anpacken. Ja, trotzdem bietet die Maus auf der linken als auch auf der rechten Seite genügend Halt für den Daumen und ihr könnt die Maus schön hin und her rutschen lassen. Wir haben 10 programmierbare Tasten, beziehungsweise 8 programmierbare Tasten, weil die anderen beiden wären dann der linke und der rechte Taster. Hier gleich mal zu den Tasten, beziehungsweise zu den Switches. Hier werden verbesserte Omron-Switches eingebaut. Diese garantieren einen Tastenanschlag von bis zu 15 Millionen Klicks. Also das ist auch mal gar nicht so schlecht. Also die wird die nächsten Jahre hoffentlich halten. Dementsprechend gibt natürlich auch Thermaltake wieder mal Garantie drauf. Dann haben wir in der Mitte das Mausrad, fällt ziemlich groß aus, ist auch beleuchtet und lässt sich wirklich sehr schön scrollen und klickt jetzt näher auch dabei, das ist auch ganz nett. Dann haben wir an derselben Stelle nochmal eine Taste, das macht sich in Spielen zum Beispiel nicht schlecht, wenn man da jetzt zum Beispiel die Granate drauflegt. Dann haben wir nochmal einen Taster, den können wir so weit einstellen, dass wir die einzelnen Profile durchschalten. Dann haben wir links zwei Taster. Man hört das Tastgeräusch, dieses fühlt sich ganz gut an oder beziehungsweise klingt ganz gut und die Tastenanschläge fühlen sich auch ganz gut an. Dasselbe auf der anderen Seite, also hier könnt ihr soweit alle möglichen Befehle drauflegen. Dann im unteren Bereich findet man nochmal ein Thermaltake Logo, dieses lässt sich auch noch beleuchten. Ja, zur Maus an sich, diese auch noch relativ lang gestaltet, komplett aus Kunststoff und ich muss jetzt persönlich sagen, nachdem ich sie einige Tage verwendet habe, gefällt sie mir so beim normalen Betrieb, zum Beispiel Bilder bearbeiten und allem drum und dran, wenn ich sie jetzt an meinem MacBook habe, ganz gut. Einziger Nachteil beim Gaming für mich ist jetzt zum Beispiel diese Taste hier vorne. Ich komme da wirklich ganz schlicht ran mit dem Daumen, aber das liegt doch ein bisschen mit an meinen Händen, weil meine Daumen oder beziehungsweise Finger sind relativ kurz und da komme ich echt schlecht ran. Also hier sehe ich die Maus dann eher für Leute, die relativ lange Finger oder längere Finger haben oder halt größere Hände als ich.
drehen wir das Ganze mal rum und hier sieht man als allererstes schon mal die zwei sehr großen Glidepads. Diese machen sich auch sehr gut auf, ja, zum Beispiel harten Unterlagen, da rutscht die Maus trotzdem sehr gut drauf. Ich würde trotzdem ein Soft-Mauspad empfehlen, das macht sich doch mit am besten. In der Mitte finden wir den optischen PixArt-Sensor, dieser löst bis zu 16.000 dpi auf. Also das könnt ihr auch dann alles einstellen, wie ihr wollt, an der Software, zu der wir dann noch kommen. Dann können wir noch die Polling Rate bis zu 1000 Hertz einstellen, das ist auch gar nicht so verkehrt. Ja, und noch diverse andere Features hat man jetzt hier auch noch. Die Maus ist soweit komplett aus Kunststoff, aber fasst sich trotzdem ziemlich wertig an. Noch was zum Kabel. Dieses gesleeved, 1,80 Meter lang und Anschluss USB 2.0 Anschluss oder 3.0 Anschluss, was es auch immer ist, ist vergoldet. Und dann haben wir noch, was sehr schön anzusehen ist, ich ziehe es mal ab. So, haben wir den Anschluss, dieser auf der einen Seite ein USB-Zeichen und auf der anderen Seite ein Thermaltake-Zeichen. Ist ganz gut, wenn ihr es verbaut habt, weil wenn man es wirklich mal abstecken muss oder dergleichen, sieht man gleich, dass es halt sich um die Maus handelt. Kommen wir zur Software. Ich habe sie jetzt mal aufgemacht, nennt sich, ich sag's gleich, TT iTake Engine. Findet ihr soweit auf thermaltake.de oder com, wie auch immer. Und könnt es downloaden. Ja, und jetzt kann man hier verschiedene Sachen machen. Ich gehe jetzt hier einfach mal von oben nach unten. Ihr habt jetzt hier 6 Profile, könnt ihr einstellen. Für euch, für Mama, für Papa, je nachdem, wer ein anderes unterschiedliches Gaming oder beziehungsweise Mausprofil braucht. Ja, diese könnt ihr dann soweit hier einstellen, könnt natürlich noch unterschiedliche Namen mitgeben. Ja, als allererstes haben wir dann hier die Customize-Funktion. Hier könnt ihr jetzt verschiedene, ja, Befehle auf die Maustaster legen. Hier wird alles sehr schön angezeigt, welcher Taster soweit ist. Und jetzt könnt ihr hier auch noch soweit Makrobefehle oder beziehungsweise im zweiten Reiter könnt ihr dann die Makrobefehle legen. Zu denen können wir als nächstes hier recht groß gestaltet das Ganze und hier könnt ihr dann die einzelnen Makrobefehle soweit einstellen und könnt ihr dann auf die verschiedenen Tasten legen. Ja. Als nächstes zur Haupt- oder beziehungsweise zur wichtigsten Sache, wenn man eine RGB-Gaming-Maus hat, das sind jetzt soweit die RGB-Einstellungen. Jetzt hier eine Abbildung von der Maus, je nachdem, wie ihr was legt. Ihr habt jetzt hier 4 Zonen, die könnt ihr unterschiedlich einstellen. 1, 2, 3, 4. Ja, genau. Und dann könnt ihr hier unten entweder einzeln diese Zonen legen oder ihr könnt das Ganze einzeln ansteuern. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf Static. So, dann könnt ihr das jetzt alles hier soweit einstellen. So, jetzt leuchtet die Maus blau-blau und jetzt kann man zum Beispiel hier unten die einzelnen Bereiche auswählen und kann hier zum Beispiel eine andere Farbe machen. So, auf Apply bestätigen und mal sehen, ob es gleich geht. Ha. Ja, genau, geht gleich. So, Thermaltake-Logo. Dann haben wir jetzt hier noch einen Bereich. Genau, Scrollrad. So, dann kann man zum Beispiel hier ein schönes Gelb machen, was mehr wie ein Grün aussieht oder gleich ein Grün. So, dann kann man noch linke Seite machen, hier Blau oder mehr oder weniger Blau. So, dann die rechte Seite könnt ihr noch unterschiedlich machen, genau, ja, Weiß zum Beispiel. So, dann habt ihr noch die Möglichkeit hier verschiedene Effekte einzustellen, Puls. Und diese unterschiedlichen Effekte könnt ihr auf die einzelnen Bereiche der Maus legen. Oder ihr habt dann noch die Möglichkeit, alles miteinander zu synchronisieren. Dann wird alles soweit eingestellt und leuchtet unterschiedlich. Also jetzt blinkert es links und rechts. Dann haben wir noch ein Blinkern. Da könnt ihr das Ganze auch wieder so machen. Ja, dann RGB-Spektrum, das hatte ich ja vorhin soweit. Und hier könnt ihr jetzt auch verschiedene Effekte soweit einstellen. Ja. Jetzt wechselt die Maus im RGB-Spektrum durch. Richtig. Raindrop. Ja, verschiedene Effekte, wie man es halt kennt von den diversen RGB-Softwares. Ja, und dann als letztes kommen wir jetzt nochmal zu der Performance bzw. zu der Einstellung. Was könnt ihr jetzt hier machen? Ihr könnt jetzt hier 6 verschiedene DPI-Profile wählen. Von 800 DPI bis 16.000 DPI. Das könnt ihr hier unten auch nochmal extra einstellen. Also ihr müsst nicht unbedingt 1600, ihr könnt zum Beispiel 1200 wählen. Ich kann jetzt hier mal einstellen, so 3400, also immer in 200er Schritten geht's. Oder beziehungsweise sogar 100er Schritten, ja.
Dann könnt ihr hier im unteren Bereich noch die Polling Rate einstellen bis zu 2000 Hertz und dann noch die Reaktionszeit der Schalter. Und das Ganze könnt ihr dann natürlich bestätigen und dann hat die Maus das angenommen. Könnt zudem das Ganze noch in eurem Profil speichern und ja, dann könnt ihr die Software schließen oder beenden, je nachdem wie ihr wollt. Das wäre es jetzt soweit zu meinem Video gewesen. Eigentlich wollte ich jetzt so ziemlich aufs Fazit verzichten, aber meine abschließenden Worte sind jene. An sich ist die Maus echt nicht schlecht, packt sie hochwertig an. Ihr habt sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, was die Performance anbelangt, als auch die Optik. Und ja, kriegt hier eine wirklich sehr solide Maus mit sehr gut verbauter Hardware. Zum einen der Sensor ist sehr hochwertig und ihr könnt hier wirklich viel einstellen. Und auch die Switches bei den Tastern sind nicht schlecht und garantieren euch eine sehr hohe Lebensdauer. Richtig, das erstmal dazu. Jetzt kommen wir zu zwei unangenehmen Sachen, und zwar das eine ist der Preis, aber das ist ja immer so Ansichtssache. Wenn ihr 70 Euro dafür ausgeben wollt, dann gebt sie aus, ihr bekommt wirklich keine schlechte Maus. Aber der größte Nachteil in meinen Augen, zumindest für meine Hände, ist das lange Case der Maus, der lange Body, weil hier die linke und die rechte vordere Taste ziemlich weit vorne positioniert sind in der Maus, komme ich wirklich extrem schlecht ran mit meinen Daumen und muss da immer meine Hand verkrampfen. Ist vielleicht unter Umständen auch ja, Übungssache, aber das ist die einzige Sache, die mir soweit nie gefällt für meine Hände. Habt ihr größere Hände, dann sitzt natürlich wieder anders aus, dann kommt ihr vielleicht unter Umständen bei Weitem besser ran als ich. Ja, das wäre es soweit zu meinem Video gewesen. Wem es gefallen hat, lässt mir ein Like da, kommentiert das Ganze und über ein Abo würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal.